Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Vize Beast. Was ist los? Revelation mit mir, eurem Illyria. Wenigstens kann ich meinen Namen richtig aussprechen. Und dem Opa Zockt. Hallo. Liebe Zuschauer, die absolut genialste Anrede aller Zeiten. Einfach nur ein trockenes Hallo. So, ich gehe erstmal in den Keller und kümmere mich um die Latexproduktion. Ach ja, und der Keller muss dann noch weiter ausgehoben werden. Ja, da war ja was. Und hier war noch Kohle. Diorit. Diorit. Ich glaube, ich habe einen kleinen Engländer verschluckt. Ich spreche mit engländischem Dialekt. Wir wissen wenigstens die Zuschauer, was ich zum Frühstück hatte. Einen Briten bitte sehr. Bitte gut durch. Aha. So, habe ich Stein mit. Ich habe ein Ja und Nein. Boah. Flachsdust, Netherquarz. Ich sag ja da oben. Oh, Mist, ey. Ein Eingang. Zertusquarz. Wieso hast du unten in dem Wartungsschacht Maplewood gepflanzt? Keine Ahnung. Netherquarz. Jetzt ist es weg. Und, oh, Whetstone sieht wieder böse aus. Mache ich denn hier? Ich habe doch hier diesen anderen Gang. Blup, ab ins Haus. So, ich brauchte Stein. Ich nehme ganzen Stack mit. Ah, die Redstone-Pflänzchen. Ich habe schon wieder eine rote Orchidee. Wir brauchen wirklich dringend mehr Redstone-Erze. Boah, ich freue mich darauf. Ein riesengroßes Feld voll mit roten Orchideen. Logic-Prozessor. Jetzt kann ich weiter graben. Töpfe kommt sowieso weg. Hier diese Markierung gemacht, dass ich weiß, bis wohin. Das da, Annihilation. Hier ist schon. Logic, Print. Ah, ich sehe. Hast du die Uranblöcke rausgenommen? Oder? Nee, das war ja nur vorgekennzeichnet. Schon gut, hat sich erledigt. Logic, Print. Wollte das mal erweitern. Kam es so komischerweise nie. Eisenerz. Ja, damit. Meine Tasche ist ja schon wieder voll. Was zum Henker? Wolltest du nicht eine Ender-Pouch basteln? Du wolltest eine basteln, habe ich gehört. Ich? Ja. Okay. Dann mache ich gleich eine. Ja. Autsch. Nutz meine Picke und krieg sofort zum Stachel eine rein. Calculation. Hier ist noch ein bisschen Ton. Und noch mehr Eisen. Und noch mehr. Ja. Gut. Oh, Crafting Table. Haben wir noch ein Crafting Table? Keine Ahnung. Da fragst du mich was. Oh, sogar 6 Stück.
viel größere Bank. Fertigungskonsole, ja! Der Opa hat die Fertigungskonsole. Oh, Alter, ey, meine Fresse. Oh, ist das geil. Ich könnte gerade feiern. Endlich die Fertigungskonsole. Dass ich das noch erleben darf. Keine Möglichkeit vorschützen. Setz das Ding dran. Ach, du machst einen zweiten Bildschirm. Gute Idee. Ups. Ja, ich mache jetzt... Hier kommt jetzt ein, da kommt jetzt ein Crafting-Terminal vor. Also das heißt, hier in dem Raum hast du jetzt hier oben ein Crafting-Terminal. Wenn du raus in den Flur gehst... Ja, Moment, ich schmeiße gerade mein ganzes Gedöns in die Truhe. Also hier oben ist jetzt die Fertigungskonsole drin. Hier im Flur kriegst du jetzt das normale ME-Terminal. Und hier ist auch noch eine Crafting-Tool. Oh. Und hier drüben hast du auch noch eine Crafting-Konsole drin. Wie viel hast du denn jetzt gebaut? Zwei Crafting-Konsolen. Verstehe ich das richtig? Jeder kriegt jetzt seine eigene? Jetzt haben wir wenigstens... Ja, drüben ist eine, hier ist eine. Dann würde ich sagen, ist das hier deine? Weil du weißt ja, es wird ja immer gespeichert, was der eine craftet. Ja, aber wie gesagt, es ist halt so, dass der Vorteil ist, wir können jetzt wirklich in den Raum machen. Oh, ich bin glücklich. Endlich eine Fertigungskonsole. Das macht die Arbeit jetzt auf jeden Fall bedeutend einfacher. Oh ja, was war das gerade? Hast du gerade Scheiben zerstört oder was war das gerade für ein Geräusch? Nee, das war gerade Glas. Gott sei Dank. Hm. So, ja. Gut, das war jetzt ein großes Ziel. Okay, der hat sich gemerkt, was ich eingestellt hatte, als wenn das... Hm, hast du die Konsole geupgradet? Weil irgendwie hat er sich gemerkt, wie ich mir eingestellt hatte. Das ist normal, das macht er immer. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. So, mach ich mal weiter im Keller. So, ja. Hier schon wieder raus. Minium, her damit. Machen wir gleich wieder reparieren. Ah, ich hab vergessen, da war noch was. Ellen. Hast du mal kurz Zeit? Wofür? Komm mal kurz hoch. Okay. Muss man Kram loswerden? Schau dir mal den Wireless Charger an. Beziehungsweise schau dir mal jetzt die Batterie erstmal an. Hier oben. Wir haben jetzt drin 1,2 Millionen. Ne? Ja. Jetzt guck dir den Wireless Charger an und jetzt wirst du was feststellen, wenn ich da jetzt was reinschmeiße. Ja, leer. Wie schnell der auflädt aber. Guck die Batterie an. 3,3, ja. Hast du neu, hast ja auch die Advanced-Leitungen genommen. Richtig, das heißt es wow, geht da... Wow, minus 4000 EF minus. Genau, es gehen da nämlich halt 5500 direkt rein. Okay, was hast du jetzt eigentlich geändert? Weil für mich ist das jetzt gerade nicht aktuell was Neues. Ja, richtig, aber die Leitungen haben ja vorher nur 640 EF durchgegeben. Ja, die einfachen, natürlich, klar. Und jetzt können wir halt mit 5200 durchprügeln. Finde ich schon mal eine gute Veränderung. Richtig, vorhin habe ich mal eben bei so schnell 2 Millionen EF reingeladen, innerhalb von Sekunden. Ich weiß nicht, was ich machen wollte. Ich wollte neues Dark Seed machen. Weil sonst werden die Erze gleich, ja... Null und nicht, also ziemlich schlecht verdoppelt. Ach, jetzt weiß ich wieder, warum ich es nicht konnte, weil wir keine Lava haben und dafür produziere ich ja gerade Latex, damit ich die Pumpe machen kann. Ach du meine Güte. So. Oh.
Eisenerz, ja damit. Vögel gerade jede Menge Erze hier aus dem Keller. 4, 8, 12, 16. 16. Kein Cleanstone mehr? Weißt du was? Ich mache erstmal das, was du gesagt hattest. Ich brauche eine Enderpouch. Ja, brauche aber gleich zwei. Die funktioniert nur für den Müll wegschmeißen. Ja, einmal den Ring ausmachen, bitte. Augenblick. Ist aus. Danke. Gut, der Enderbeutel. Bei Enderperlen, weiße Wallets, Leder, okay. Lohnstaub ist kein Problem. Leder. Okay, haben wir nicht genug. Der Redstone-Ofen von Turn Turn macht aus viel Gammelfleisch Leder. Hegewärm. Trocknend. Oder eine Ground Trap. Oder Gammelfleisch in den F-Atoman-Umwandler. Gammelfleisch dürften wir haben. Aber klar. Gut. Weiß, weiß, weiß oder andere Kodierung? Nee, alles weiß. Alles auf die Ender Chest abgestimmt. Ist die Kodierung weiß, weiß, weiß weißt du nicht zufälligerweise, ob das die gleiche Kodierung ist wie die Vanilla Ender Truhe? Nee, weiß ich nicht. Komm her, ja, was für dich. Oh, verdammter Mist. Bleib mal stehen. Ja. Oh. Da. Nice. Ist das schön. Das kannst du den ganzen Müll einfach mal so nebenbei entsorgen. Richtig. Und ganz entspannt. Eine Sache, das geht mir schon seit Jahren auf die Nerven gefühlt. Du hast ja noch mein Wand, ne? Ja. So. Mir fehlt ein Erdblock. Irgendwo. Nein, haben wir nicht. Wir brauchen eine Druckplatte für die Küchentür, weil das ist ein bisschen doof. Du bist doof. Warum? Wer redet denn von dir? Also später bei der Fahrstuhlkante so wird es ja. Gut. So, vor der Küche ist gut, es ist keine Küche mehr. Vor deinem Maschinenraum habe ich Pressure Plates gesetzt. Falls die mal da weg sollten, bitte nicht ins Nirvana befördern, weil die brauche ich dann. Yep. Ich mache hier mal eben mein Werkzeug. Hier ist ja auch schon kurz vom Exitus. Kupfer erst können wir weghauen. Damit. Ach, ist das herrlich mit Ender Pouch. Ist das herrlich.
Ja, nur da jetzt, wir müssen halt aufpassen, dass wir das Ding, das System halt nicht Überladen. überladen, genau. Das macht schon die Query. Deswegen war ich nach oben gegangen. Ich wollte Stone haben, um den Boden wieder aufzufüllen. Boah. Genug. Hast du dir mal gemerkt, wie viel Holz wir drin haben in der Ja, habe ich Schächte? gesehen. Das sind schon mehrere tausend. Ja, ich glaube, nee, 1000, 1600 oder sowas waren es. Jeden Fall schon einiges. Wieder. Ich habe vergessen, dass ich das hier. Ach. Ach komm, egal. Vernichten wir das Wasser. Komm sowieso woanders hin. Weil du hast ja diese Generatoren, die hast du ja weggepackt. Beziehungsweise die sind ja nicht mehr im Hauptsystem verbunden. Hier. Ja, baue ich die Dinge ab. Komm in einen extra Raum. Also wie gesagt, wenn du mal kurz Zeit hast, guck dir mal bitte den Bestand an Holz an. Hatte ich vorhin einmal angesehen. Ja, wie viel waren es? Los. Ja, habe ich doch gesagt, irgendwas mit mehreren tausend. Ich würde sagen, mache ich einen extra Maschinenraum für den Fahrstuhl. Weil da muss ja auch dieser Screen Controller hin. Ja, ich denke, das mache ich. Das klingt gut. Habe ich noch die normalen Energy Conduits? Das reiße ich nachher weg. Marvel, wunderbar. Zufällig in der Nähe vom Bett. Nein. Aber ich habe einen Schlafsack, falls nötig. Und das wäre super. Standbild. Yay! Oh, ich jetzt hier Fackeln hin, du wirst sowieso wieder Wand eingerichtet. Das ist die Illyria-Logik. Gar keine. Ich habe schon so meine Logik, aber die ist ein bisschen eigensinniger. Also gar keine. Kannst du halten wie der Rasenmäher. Nur nicht so schnittig. Nee, nur nicht so schneidend. Ich.
Das kann weg. Wer weiß, ob wir nicht irgendwann noch mal darauf stoßen, deswegen weg. Da lassen, wo sie ist. So. Ja, sollten wir jemals was mit Astral Sorcery machen, wäre es praktisch, dieses ganze Marvel zu haben. Selten das Zeug. Fluorid braucht keiner. Na stimmt, hier ist die normale Deckenhöhe. Ah, das Server leckt. Boah, immer noch nicht den Baum hier weg, ey, das ist unglaublich. Wieso funktioniert was nicht? Scheiß Bäume hier. So, die richtige Höhe, wieso grabe ich dann mehr? Ach, hier hast du diesen Basic Capacitor hingeschmissen, den ich gecraftet habe. Extra dafür angeschlossen als externe Energieversorgung für die Farmer. Ja, genau, weil sonst hätte ich halt alle Leitungen neu legen müssen. Nee, ist gut so. So, hier kommt ja auch der Fahrstuhlschacht. Jetzt ziehe die Bäume auch weg, die großen Viecher. Ah, wunderbar. Jo. Na komm. Ja, wird zwar sowieso später wieder ausgehoben, aber das kann man später machen. Mö. Jo. So. Ja, Moom, die woanders da. Ah. Was? Mut doch woanders da oben. Ich rede dafür. Operiert mit Kühen. Ja, mit dir so nicht. Nee, warum solltest du auch? Ja, eben. Seht ihr, liebe Zuschauer, was ich durchleben muss? Er redet nicht mal mit mir. Zu Recht, zu Recht. Oh. Gott, ist egal. So. Ach, hier ist auch. Eieiei, ich habe mein Magnet was nicht mehr mitgenommen. Naja. Du hast keine Ahnung, was ich hier für Erze aus dem Keller hole. Das ist schon wirklich irrsinnig. Peter, der kommt jetzt.
Der Block kommt auch weg. Hey, und Keller kommt hier auch mit Tür, mit Druckplatte und ja. Okay. Hier wurde Schier hin. Ja. Jawohl, so passt. Bis XP 4000, um ihn unzerstörbar zu machen, dauert noch. Gesetzt, das passt. Gucken, wie ich das mache, wahrscheinlich. Genau, der obere Elevator kriegt der, soll die Energie eigentlich kriegen. Ich hoffe, ich kriege das so zum Laufen. Weißt du, ob das Einfluss auf die auf den Ortschaft der Teleportation hat, wenn ich den Teleport, also wenn ich hier die Portale verschiebe? Könnte sein. Weil die sind nämlich jetzt ein paar Blöcke zu hoch. Die Endertruhe läuft wieder voll. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Ja, das ist, weil ich selber was angeschmissen habe. Ich habe einen Fehler gemacht. Ah. Marvel. Jede Menge Marvel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, interessiert 8, mich nicht. 9, 10. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, auch der Portal Frame von Aroma muss verschoben werden. Das war ja vorher klar. Ja, ich reiß die mal ab und setze mal tiefer. Ich hoffe, das hat keine Auswirkungen auf die Mining-Welt. Obwohl, warte mal, die dürfte doch auch die Mod drin sein, die dieses Problem beseitigt, was doch bei Vanilla bekannt war mit dem Netherportal. Ich habe keine Ahnung. Tasche ist schon wieder voll, das ist echt krank. Eine gute Besserung. Ich habe nicht gesagt, ich bin krank, ich habe gesagt, das ist krank. Achso. Dann tut's mir leid, dann habe ich es falsch verstanden. Schön wär's, ne? Meinst du? Frames setze ich mal neu. Weil ich glaube, ich wollte die sowieso auch im Boden versenken. Was so, das Portal steht hier. So, das Portal in die Mining-Welt ist wieder in Betrieb. Springst du mal in deinen Sack? Bitte? Springst du mal schnell in deinen Sack? Wie bringen mit, wie was Sack mitbringen? Du sollst mal in deinen Sack springen. In meinen Sack springen? Ja. Ach so. Ja, ein bisschen anders formulieren, dann versteht man es besser. Würdest du bitte in den Schlafsack hüpfen?
Bin ich schon. Weiß ja, manche Leitungen sind lang. Aber wieder geleckt. So, zwei Eimer noch und dann können wir Feier machen. Ich sehe gerade, wir sind sogar schon über der Zeit. Ich weiß, deswegen sage ich ja, zwei Eimer noch und dann können wir Feier machen. Noch ein Eimer. Okay, von mir aus können Okay, liebe Zuschauer, das war's für diese Folge. Wir hoffen, ihr hattet euren Spaß genauso wie wir. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute. tschö.